Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, wir werden über den Digitalfunk jetzt sprechen bei den Sicherheitsbehörden und die Technik in erster Linie oder ausschließlich bei der Polizei. Wir müssen raus aus der Steinzeit und es gibt Nachholbedarf. Ich darf Ihnen eingangs zwei Beispiele zitieren. Das eine hat sich im Juli 2018 ereignet in Rotenburg an der Lausitzer Neiße. Gab es einen Badeunfall, bei dem ein junger polnischer Mann gestorben ist. Er ist nicht wegen des Digitalfunks gestorben, aber im Zuge dieses Einsatzes hat sich gezeigt, dass die Netzabdeckung des Digitalfunks für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in dem Bereich unzulänglich ist. Und es ging so weit, dass die Einsatzkräfte miteinander keine Verbindung mehr hatten. Das zweite Beispiel vom 16. August 2018 in Dresden, ein Polizeieinsatz, als Frau Merkel die Stadt besucht hat. Da gab es doch eine Situation, als ein Kamerateam von der Polizei kontrolliert worden ist. Und da war angeblich die Funkabfrage nicht möglich, weil das Netz überlastet gewesen ist. Auch dabei fing ja alles im Jahr 2008 so schön und verheißungsvoll an. Die BDBOS hat die Leistung des Digitalfunks damals beschrieben. Im Übrigen auch gegenüber dem Fernsehteam, was hier in Dresden dann wieder da gewesen ist. Man hat damals gesagt, man kann mit dem Digitalfunk elektronische Akten versenden, man kann zukünftig die Fingerabdrücke versenden, man kann automatisierte Halteabfragen machen, man kann Fotos von Webcams mit dem Digitalfunk versenden und man kann die Feuerwehrkräfte alarmieren und man kann zum Beispiel die Restluft von Atemschutzgeräteträgern bei der Feuerwehr an die Leitstelle übertragen. Das klang alles sehr schön. Und was gibt es davon? Nichts, gar nichts wird davon in Sachsen genutzt. Obwohl der Freistaat Sachsen bei der gemeinsamen Gruppe der Anwender Netz, so wie das Ding heißt, kurz abgekürzt GAN, mit dabei gewesen ist. Und der Freistaat Sachsen hat die Anforderungen an das Netz mitformuliert. Und jetzt sagt die Staatsregierung, das, was wir haben, nämlich nichts, reicht aus. Dann frage ich mich, was man damals formuliert hat. Und die Frage ist eben, reicht es wirklich? Und ich sage Ihnen, nein, es reicht nicht, wie wir eben gesehen haben, zum Beispiel im Fall der Datenabfrage hier in Dresden. Hätte man da was tun können in der Vergangenheit? Ja, das hätte man tun können. Die Bandbreite ist auf sage und schreibe 3 Kilobit pro Sekunde begrenzt. Und im Jahr 2009 hat man schon gesagt, ja, wir können ja das System aufwerten und auf 600 Kilobit pro Sekunde hochgehen. Immerhin eine Verbreiterung der Bandbreite um das 200-fache mit sogenannten TETS-Inseln. Hat man aber auch nicht gemacht. Und die Staatsregierung hat auch nicht erklärt, warum sie das nicht gemacht hat. Doch dabei ist es ja eben notwendig, wie wir sehen, gerade eben in Katastrophenfällen oder auch bei großen Einsätzen, wo viel gefunkt wird und wo mit den Geräten auch mal telefoniert wird. Die BDBOS hat damals eine schnelle Lösung versprochen, wenn der Netzausbau beantragt wird. Aber offensichtlich ist er nicht beantragt worden und niemand hat uns gesagt, warum er nicht beantragt worden ist. Das verstreichen zu lassen, war schlicht und ergreifend ein ganz erheblicher Fehler. Und wie gesagt, über den Katastrophenfall haben wir jetzt an der Stelle noch gar nicht geredet. Da sind nämlich noch viel, viel mehr Kräfte auf dem Funk. Ja, und trotzdem hilft man sich irgendwie. Man nutzt zweifelhaft private Technik, um Fotos zu machen, vielleicht mal einen Ausweis abzufotografieren oder wie auch immer, oder Bilder von Tatverdächtigen umzuschicken für die Fahndung. Ja, das ist eine schwierige Sache. Viel besser wäre es ja, wenn man dafür ein sicheres Netz hätte. Oder man nutzt das LTE privater Anbieter. Aber eben auch das hat nicht die Anforderung an ein Netz für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, was am Ende auch sicher sein soll. Doch das BOS-Netz, es kommt nicht. Und warum kommt es nicht? Weil man sich zwischen Bund und Ländern mal wieder nicht auf die Leistungsanforderungen einigen kann. Und so verweist die Staatsregierung auf das ominöse Jahr 2025. Soll heißen, der übernächste Landtag wird vielleicht mal darüber entscheiden, ob wir denn unser Digitalfunknetz ausbauen oder nicht. Und ich glaube, dass hier einfach, dass man Angst hat. Man hat Angst, hinter der aktuellen technischen Entwicklung hinterherzuhängen. Und ja, man wird hinterherhängen, denn die Entwicklung ist sehr schnell. Aber das bedeutet doch nicht, dass man zum Zeitpunkt jetzt keine Entscheidung treffen kann,
Man kann eine Entscheidung treffen und man muss eine Entscheidung treffen, denn durch Nicht-Entscheidungstreffen löst man das Problem nicht. Und es gibt Möglichkeiten und es gibt Lösungen. Bereits seit 2012 gibt es ein kanadisches Unternehmen und ein israelisches Unternehmen, also es ist ein Konsortium, und die bauen ein eigenes Netz auf. Und die bieten auch Technik an, die von israelischen Sicherheitsbehörden genutzt wird, Breitbandtechnik. Und es wird fortentwickelt, dieses System. Und jeder, der hier im Raum sitzt, kann sich vorstellen, was die Israelis an Sicherheitsanforderungen an ihr Netz formulieren werden. Das ist sicherlich mehr und höher als bei uns, aber zumindest nicht weniger. Und selbst die USA bauen mittlerweile ein eigenes Breitbandnetz aus. Aber in Deutschland schaffen wir es nicht bis zum Jahr 2025. Warum macht das Deutschland eigentlich nicht selbst? Das wäre ja mal was für Wirtschaftsminister Dulich. Da könnte man ja mal ein Projekt starten, dass wir in Sachsen so eine Technik hier entwickeln und auf den Markt bringen. Dann haben wir mal richtig was und wir wissen, dass diese Technik dann auch sicher ist. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, erstmal vielen Dank für die weitgehend sachliche Diskussion zu dem Thema. Natürlich passiert was. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Ja? Aber wir müssen auch nicht über die Dinge reden, die man irgendwann mal in der Vergangenheit eingeführt hat, sondern wir müssen über die Zukunft reden. Und viele Dinge, die heute schon im normalen Geschäftsleben ganz normal sind, sind für die Polizei nicht denkbar. Und wenn der Bürger auf die Polizeidienststelle kommt und zum Beispiel eine Anzeige erstatten will, weil er bei Facebook beleidigt worden ist und auf der Dienststelle gibt es noch nicht mal einen Rechner, der Facebook starten kann, sodass ich noch nicht mal was ausdrucken kann. Entschuldigung, das ist Steinzeit. Ich weiß nicht, wie Sie das nennen würden. Also, ich nenne das jedenfalls so. So, dann haben wir natürlich Dinge, wir haben bundesweit ist eingeführt worden, ein neuer Bundespersonalausweis mit etlichen Funktionen. Das ist ganz toll, da wird man gefragt, wollen Sie das haben? Gehe ich bei der Polizei aufs Amt und möchte diese Funktion nutzen, also die Identifizierung über Fingerabdruck oder das Auslesen der Adresse oder die Nutzung der Karte als Signaturkarte, das ist alles nicht möglich. Und da heißt die Antwort der Staatsregierung, naja, das macht man nicht, weil der Bürger das nicht nachfragt. Ja, aber eine staatliche Stelle hat es eingeführt mit dem Interesse daran, dass es genutzt wird und dass es kommt. Ja, und das sind natürlich alles so Beispiele. Ja, Sie haben eingeführt Computer mit einem Stift dran, wo man auf so ein Pad schreiben kann. Alles ganz prima, bloß digitale Akten kann man damit nicht unterschreiben. Ja, und wir hängen hier in Sachsen schlicht und ergreifend mehr als 10 Jahre hinterher. In anderen Bundesländern ist es längst möglich, dass man zum Beispiel an seinen elektronischen Vorgang bei der Polizei auch Fotos in anständiger Qualität und Größenordnung auch ranbekommt. Bei uns ist das nicht möglich. Also als ich irgendwann mal noch studiert habe, da ging das woanders schon. Und dann sagen Sie, wir haben keine digitale Steinzeit. Entschuldigung, wir haben ja einen ganz, ganz, ganz erheblichen Nachholbedarf mit dem Praktischen. Da brauchen Sie sich nie mehr irgendwelche Leuchtturmprojekte raussuchen, die Sie dann groß und breit feiern als der große Fortschritt, nur weil man irgendwann mal dann doch mal einen Schritt gemacht hat, um der Herde, die schon lange weitergelaufen ist, dann doch noch ein bisschen hinterherzukommen. In dem Sinne ist unser Antrag auf jeden Fall notwendig, damit Sie sich stärker anstrengen, damit wir das Ziel erreichen für eine moderne Polizei und auch für einen modernen Digitalfunk. Auch da übrigens gibt es ja Hybridlösungen, ne? Auch beim Smartphone, also ne, die Mischung. Und da muss man gucken und die Sachen sind dann auch datenschutztechnisch abzunehmen. Ja, also Sie sehen, es gibt eigentlich ganz viel zu sagen. Man kann über jedes technische Detail ganz viel reden. Der Antrag ist absolut sinnvoll. Sie dürfen ihm mit gutem Herzen und gutem Gewissen zustimmen. Wir werden es machen. Vielen Dank.